Buenas tardes. Guten Tag. Muchas gracias. Vielen herzlichen Dank. Hoy estoy acá, ich stehe heute hier, para decirles que Occidente está en peligro. Um Ihnen zu sagen, dass der Westen Gefahr läuft. Er läuft Gefahr, weil jene, die angeblich die Werte des Westens verteidigen sollten, im Augenblick einer Vision der Welt unterliegen, die unglücklicherweise zum Sozialismus führt und deswegen auch zur Armut. Unglücklicherweise in den letzten Jahrzehnten und motiviert aus guten Absichten, einerseits um den Armen zu helfen, andererseits allerdings auch aufgrund der Tatsache, dass man einer Elite angehört, hat man dem liberalen System sich verabschiedet und sich mehr für den Dirigismus existiert. Das ist niemals eine Lösung für die Probleme der Menschen der Welt, sondern im Gegenteil. Das ist die Wurzel für die Probleme. Glauben Sie mir, niemand besser als die Argentinier können darüber berichten, was das Resultat dessen ist. Wenn wir uns für die liberale Ordnung existierten, haben wir Jahrzehnte Wachstum erreicht. Und in den letzten 100 Jahren haben wir gesehen, wie unsere Bürger immer ärmer wurden, bis wir jetzt auf Platz 140 der Welt sind, was den Wohlstand angeht. Es ist sehr, sehr wichtig für diese Debatte genau zu sehen, welche Daten das zeigen, warum der Kapitalismus so wichtig ist, nicht nur um die Armut der Welt zu bekämpfen, sondern auch, weil es das einzig wünschenswerte System ist, um das zu erreichen. Wir können sehen, dass vom Anfang des Jahrtausends bis 1800 entsprechende Entwicklungen stattgefunden haben. Wenn wir die grafische Entwicklung der Wirtschaft im Laufe der Geschichte der Menschheit anschauen würden, dann wäre das eine Art Hockeystock, ein exponentielles Wachstum, das sich im 19. Jahrhundert vor allen Dingen hervortat und vor allen Dingen dort sehr deutlich wurde. Und das begann wirklich Ende des 15. Jahrhunderts mit der Entdeckung Amerikas. Und in diesen 18 Jahrhunderten hat sich im Grunde genommen diese Entwicklung herausgestellt. Der Kapitalismus hat also eben nicht nur eine Explosion von Wohlstand hervorgebracht, als er sich etablierte, sondern wenn man die Daten auch analysiert, dann hat sich dieser Wachstum auch ständig beschleunigt im Laufe dieser gesamten Zeit. In diesem Zeitraum, also von Jahren 0 bis zum 18. Jahrhundert, hat sich die Wirtschaftsleistung um 0,02 pro Jahr erhalten. Praktisch kein Wachstum. Mit der Industrierevolution 19. Jahrhundert steigt dieses Wachstum. Und pro Kopf erreicht dieses Wachstum ein stetiges Wachstum oder eine stetige Entwicklung über fast 102 Jahre. Zwischen 1900 und 1950 beschleunigt sich das auch nochmal auf 1,5% pro Jahr. Und das sehen wir auch im Pro-Kopf-Einkommen. Und wenn wir den Zeitraum zwischen 1950 und 2000 betrachten, dann sehen wir, dass das Wachstum 0,9% war pro Jahr, was bedeuten würde, dass innerhalb von 33 Jahren das Pro-Kopf-Einkommen der Welt fast verdoppelt wurde. Und diese Dynamik gibt es auch heute noch. Wenn wir jetzt 2023 betrachten, dann ist es wieder ein Wachstum, weltweites Wachstum von 3%, was bedeutet, dass unser weltweites BIP in fast 3 Jahren fast nochmal verstärkt wurde. Wenn wir das nochmal betrachten, dann sehen wir, dass nach der Industrierevolution sich die Pro-Kopf-Einkommenslage weltweit um fast 15-fache entwickelt hat, weltweit. Wir dürfen niemals vergessen, dass um 1800 95% der weltweiten Bevölkerung in einer extremen Armut leben. Und das ist
bis zum Jahr 2000 auf weniger als 50% zurückgegangen. Es ist ganz klar. Der Kapitalismus und die freie Unternehmerschaft ist nicht das Problem, sondern sie sind wirklich das Mittel, um mit dem Hunger, der Armut und anderen Problemen weltweit zurande zu kommen. Es ist ganz klar. Und deswegen, weil es auch ganz klar ist, dass der freie Markt und der Kapitalismus anderen Systemen überlegen ist, versucht die Linke dann eher mit moralischen Argumenten gegen den Kapitalismus vorzugehen. Der Kapitalismus ist böse, weil er individualistisch ist. Der Kollektivismus ist gut, weil er altruistisch ist. Also, für den anderen. Und als Konsequenz rufen sie auf zur sozialen Gerechtigkeit. Aber wenn wir uns die letzte Periode anschauen, dann haben wir das zum Beispiel als dominanten Diskurs in unserem Land in den letzten 80 Jahren erlebt. Aber es zeigt sich, dass die Situation weder gerecht ist, noch dass sie wirklich gutes Wachstum hervorbringt. Sie ist sogar ungerecht, weil sie intrinsisch gewalttätig ist und die Steuern natürlich trotzdem erhoben werden, und zwar kollektiv erhoben werden. Deswegen können wir auch sagen, und es gibt ja auch niemanden, der wirklich sagen kann, dass er diese freiwillig bezahlt oder bezahlen würde. Aber die steuerliche Belastung ist größer, und je größer diese Steuerbelastung geworden ist, desto weniger Freiheit gibt es. Die Idee einer oder die sozialistische Idee einer gerechten sozialen Ordnung geht davon aus, dass das Ganze wie ein Kuchen ist, den man immer verteilen kann, den man immer gerechter verteilen kann. Aber das ist nicht der Fall. Wenn ein Unternehmen eine Dienstleistung nicht anbietet, dann muss dieses Unternehmen auch in die Insolvenz gehen, es sei denn, dass der Markt die Nachfrage verstärkt oder anders setzt. Sonst muss das Unternehmen anders produzieren. Und das ist die Art und Weise, wie der Kapitalismus den richtigen Weg vorstellt. Aber wenn der Staat versucht, diesen Prozess, diesen Erneuerungsprozess zu unterbrechen, dann ist die Konsequenz dessen, dass weniger produziert wird und der Kuchen insgesamt kleiner wird. Und das ist negativ für die Gesamtgesellschaft. Der Kollektivismus, indem er nämlich genau diese Prozesse verhindert, bindet die Hände der Unternehmer und erlaubt es dadurch nicht, dass bessere Dienstleistungen zu besseren Preisen angeboten werden. Wie kann es dann also sein, dass aus der Akademie heraus, aus der Wissenschaft heraus, die Politik und die Wirtschaftsökonomie ein System angreifen, das nicht nur mehr als 90% der Weltbevölkerung aus der Armut herausgeführt hat und jeweils auch immer schneller macht, sondern auch noch darüber hinaus wirklich sich als überragend gezeigt hat, kritisiert. Niemals in der Geschichte der Menschheit hat es einen Moment größeren Wohlstands gegeben als den wir jetzt erleben. Das ist der Augenblick, der am friedlichsten, am meisten vom Wohlstand geprägteste Augenblick in der Geschichte der Menschheit. Für alle, aber insbesondere für die Länder, wo das Privateigentum geschützt wird, wo der Markt frei ist, denn diese Länder sind 12-mal reicher als die armen Länder. Das bedeutet, dass die Länder und die Menschen dieser 12% freisten Länder noch viel freier und noch viel mehr Wohlstand haben als in anderen Ländern. Und wenn das nicht noch genug wäre, ist es so, dass diese auch 25% längere Lebenserwartungen haben als die Menschen in den Ländern, wo der Markt unterdrückt wird. Wir müssen allerdings daraus hinaus definieren, was es ist, wenn wir über den liberalen Marktkapitalismus sprechen. Da geht es hauptsächlich um die Definition, die wir in Argentinien haben, die Professorin Bertialini, die gesagt hat, der libertäre Ansatz ist, dass die Freiheit des anderen gewahrt wird, dass es keine Gewalt gibt, und das ist ein absolutes Recht auf diese Freiheit und das Privateigentum. Und die wesentlichen Säulen sind das Privateigentum, die Märkte, die Arbeitsteilung und die soziale Kooperation. Und das kann nur erfolgreich sein, wenn immer bessere Güter und bessere Dienstleistungen zu besserem Preis angeboten werden. Das bedeutet, dass der Kapitalist und der erfolgreiche Unternehmer ein sozialer Erfolgsfaktor sind und sie bringen einen Beitrag zum gemeinsamen Wohl zu. Das bedeutet, dass ein
erfolgreiches Unternehmen im Grunde genommen ein Held ist. Und das ist, was wir für die Argentinien für die Zukunft anbieten. Ein Modell, das auf den fundamentalen Prinzipien des Libertarismus aufbaut, nämlich die Freiheit, das Eigentum und die unternehmerische Freiheit. Allerdings, wenn der Kapitalismus und das freie Unternehmertum wichtige Instrumente sind, um die Armut weltweit zu bekämpfen, und wenn wir jetzt am besten Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte sind, dann muss man sich natürlich auch fragen, warum ich sage, dass der Westen einer Gefahr ausgesetzt ist. Ich sage das, weil jene Länder, die die Werte des freien Marktes verteidigen sollten, des Privateigentums und die anderen Institutionen des Libertarismus, sowohl politisch und wirtschaftlich, sich Modellen angeschlossen haben, aus irrigen wirtschaftlichen Schlussfolgerungen und aus anderen Gründen, die dadurch zum Sozialismus führen und dadurch wiederum die Armut und die Stagnation befördern. Der Sozialismus ist immer ein Phänomen, der zur Armut führt. Vor allen Dingen in jenen Ländern, wo man es ausprobiert hat, hat es zu einem wirtschaftlichen zu Scheitern geführt, sozial auch und wirtschaftlich. Und Millionen von Menschen sind dadurch in die Armut getrieben worden. Wir dürfen uns also nicht nur denjenigen entgegenstellen, die wiederum dafür sprechen, dass die Welt wieder in den Sozialismus geführt wird, sondern wir müssen uns auch unseren eigenen Führungspersönlichkeiten und Akademikern entgegenstellen, die diesen falschen Rahmen aufgebaut haben, die das System unterminiert und die darauf ein System unterminieren, wiederum, dass den größten Wohlstand in unserer Geschichte hervorgebracht hat. Ohne es zu wollen, führt es dann natürlich auch, dass der Staat sich immer weiter einmischt und letztendlich der Sozialismus zu Buche steht. Das Problem der klassischen ökonomischen Haltung in dieser Hinsicht ist, die grundsätzlich die Frage nach dem Marktkapitalismus zu sprechen, anstatt die Prämisse zu überlegen. Das Wichtigste ist, dass man da feststellen muss, dass all das nur zu wirtschaftlichen Verzerrungen führt, zu Verzerrungen der Marktmechanismen und der Unterwanderung des Wachstums, beziehungsweise der Abwirkung des Wachstums. Der libertäre Ansatz setzt beim Markt an. Und es ist ganz klar, dass das, wenn man sich das genau anschaut, es nicht zu einer Leere führen kann. Denn das Leere ist sozusagen, das Vakuum ist ja das Gegenteil des Marktes. Der Markt ist ein Mechanismus des sozialen Austausches, wo es die Rechte auf Eigentum gibt, die verhandelt werden. Deswegen kann man überhaupt nicht hier von einer Art Faschismus des Markts sprechen. Das gibt es nämlich gar nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn die Märkte freiwillig sind, dann ist es der einzige Kontext, wo es eine Art faschistischen Markt geben könnte, der, wo es einen Zwang gibt. Und das entsteht immer nur, wenn der Staat sich einmischt, der ja das Gewaltmonopol hat. Das bedeutet, wenn also jemand sagt, dass es hier einen Markt gibt, der sich hier faschistisch gibt, beziehungsweise ein dirigierter Markt ist, dann ist das vom Staat. Es gibt diese solche Märkte nicht. Die Neoklassiker beschreiben das zum Beispiel in ihren Strukturen, was die Wirtschaft anbelangt. Aber ohne die Funktionen, die Wachstum bieten, dann führt es nämlich zu, und ohne dieses Wachstum könnten wir das ja auch gar nicht erklären, dass es dieses Wachstum seit 1800 bis zum heutigen Tag gibt. Es gibt einen interessanten Punkt. Seit 1800 und in diesem gesamten Zeitraum seither, in dem sich die Bevölkerung vervielfältigt hat, 8-9-fach, ist das Bruttoinlandsprodukt um das 15-fache gewachsen. Und das hat die extreme Armut von 95% auf 5% reduziert. Aber noch darüber hinaus bedeutet das natürlich auch, dass es hier konzentrierte Strukturen hervorbringt, wie zum Beispiel Monopol. Aber wie kann es denn sein, dass etwas, was so viel Wohlstand hervorgebracht hat, also in der neoklassischen Theorie, wäre das eine Art faschistischer Markt?
Wenn also das Modell scheitert, dann darf man sich jetzt nicht mit dem Markt auseinandersetzen, sondern man muss sehen, dass das Modell eben gescheitert ist. Sie sehen also diese Fehler, die im Markt, aber es geht gar nicht mehr darum, sondern es geht darum, zum Beispiel hier Monopole zu regulieren, Profite zu zerstören. Und wenn das stattfinden würde, würde das automatisch dazu führen, dass das Wirtschaftswachstum zerstört würde. Auf der anderen Seite, angesichts der sogenannten Fehler im Scheitern des Marktes und weil man jetzt sich in ein gescheitertes Modell verliebt hat, führt man zum Sozialismus. Und das führt wiederum zur Verarmung der Menschen. Aber angesichts der theoretischen, auf der Theorie fußenden Darstellung und Klarstellung, dass dies gescheitert ist und dass das eben nicht anders sein konnte, sind sämtliche Versuche der Kollektivisierung eben nicht oder kollektivistische Ansätze eben nicht zur Freiheit führen, sondern sie führen nur zur Verarmung. Und das wird zur Verarmung aller Menschen führen und das wird letztendlich dazu führen, dass wir uns alle den Bürokraten und der Bürokratie unterwerfen. Die nicht zu leugnenden Fortschritte der freien Welt haben dazu geführt, dass die Sozialisten ihre Agenda verändert haben. Sie sind nicht mehr so heben, auch nicht mehr so sehr auf dem Klassenkampf ab und auch gar nicht so sehr auf den sozialen Kampf, sondern sie versuchen sich viel mehr auf die sozialen Bereiche zu konzentrieren, wie zum Beispiel der sogenannte oder angebliche Kampf zwischen Männern und Frauen, die Genderfrage. Und es heißt ja auch, dass wir alle gleich geschaffen worden sind, dass wir die gleichen nicht zu veräußernden und nicht zu entnehmenden Rechte haben, die uns der Schöpfer gegeben hat. Der radikale Feminismus ist die größte Intervention des Staates, um Wirtschaftsentwicklung zu stoppen und Bürokratenarbeit zu ermöglichen, die überhaupt nichts Produktives machen für das Land. Und sie versuchen das international auch. Ein weiterer Konflikt, den die Sozialisten versuchen hier voranzubringen, ist der Konflikt mit der Umwelt. Dass wir Menschen den Planeten schützen müssen, und zwar zu jedem Preis. Man spricht sogar über Bevölkerungskontrolle oder sogar man versucht, die Abtreibung zu fördern. Diese negativen Gedanken haben unsere Gesellschaften stark beeinflusst. Die Marxisten haben den Common Sense sozusagen auch im Westen unterwandert und sie sind in den Universitäten und auch in den internationalen Organisationen. Das ist sogar vielleicht das Schlimmste, denn das sind Institutionen, die großen Einfluss haben, wirtschaftlich und politisch in den Ländern und auch in den Ländern, die Mitglieder sind in diesen Institutionen. Gott sei Dank sind wir mehr und zahlreicher, die jetzt die Stimme erheben. Denn wenn wir nicht frontal gegen diese Ideen vorgehen, dann ist das einzige Ergebnis, dass wir mehr und mehr Staat haben werden, mehr Regulierung, mehr Sozialismus, mehr Armut, weniger Freiheit und als Ergebnis einen schlechteren Lebensstandard. Unglücklicherweise. Ulf Boschert, unser Weltgruppenchefredakteur, hat genau zugehört und das war sehr wissenschaftlich, diese Rede. Aber da waren einige Punkte drin, Ulf, muss man wirklich sagen. Das rüttelt schon den einen oder anderen wach. Ich bin mir gar nicht sicher, weil man muss, also ich sitze hier und kann nicht glauben, dass so eine Rede in Davos von einem argentinischen Präsident, das ist so alienmäßig. Das ist die pure Feier des Kapitalismus. Ohne jeden Bruch, das ist einfach in ein Milieu hereingetragen von unendlich reichen, mächtigen Leuten, die sich alle arrangieren mit dem, was Milei gerade so als große Herausforderung mit der Identitätspolitik, mit Genderdogmatik, mit dem orthodoxen Klimaaktivismus. Und der steht da fassungslos davor und referiert immer und immer wieder die Erfolgsgeschichte des Kapitalismus.
vom Jahre 0 bis 1800 so gut wie kein Wirtschaftswachstum, dann mit dem Entstehen des zeitgenössischen Kapitalismus unglaublichen Wachstums, Bevölkerungswachstum, immer weniger Armut. Und da hält eigentlich jemand so ein bisschen von der Offside des Westens. Argentinien ist ja so ein bisschen aus dem Fokus gerutscht des Westens und erinnert den Westen an seine eigenen Fundamente und natürlich so Sätze, Steuern zerstören Freiheit oder engen sie ein. Ja? Es ist ja auch so ein Misstrauensantrag gegen Davos. Wenn du eigentlich davon ausgehst, dass du dann nur mit den absoluten Wirtschafts- und Finanzeliten sprichst. Ja? Davos ist ja so ein Synonym geworden für, gibt es ja auch viele Verschwörungstheorien, das ist die etablierte, globalisierte Welt, die trifft sich dort. Und wenn du denen erklären musst, wie großartig die Idee des Kapitalismus ist, was die Freiheit in Menschen an Innovation, an Schöpferkraft, an Unternehmertum ermöglicht, dann ist es so eine Art Westen pur, die wir gerade kaputt machen. Er hat ja angesprochen, die Universitäten, die NGOs, die Kirchen, alle voller Zweifel, was den Westen betrifft. Und ich glaube, deswegen seine Sympathien für Israel, Ukraine, die stehen auch an so einer Front, um sich gegen die Unfreiheit, gegen die Barbarei, gegen das Diktatorische, das Autoritäre aufzulehnen. Und so ist Argentinien, Israel, Ukraine, das sind so wehrhafte Freiheitskämpfer. Und also die letzten 10 Minuten nur noch schwer zu erraten, was er damit alles gemeint hat. Wir haben ja auch gesehen, unser sehr geschätzter Übersetzer, der kommt da ganz schön ins Schwitzen, weil eigentlich, und das ist auch das Interessante an der Figur Milei, das ist ja ein professoraler Angang. Also so historisch zu werden in der Begründung und in der Ableitung. Jeder, der jetzt verlangt, wie gehen Sie mit den Gewerkschaften um? Was sagen Ihre Unternehmerverbände? Was macht Ihre Zentralbank? Und nein, er sagt, der Kapitalismus, die Freiheit, alles, was diese Ideen der Freiheit kompromittiert, lehnen wir ab. Es verbessert den Westen, es verbessert die Freiheit, es nimmt die Dynamik, es stärkt diejenigen, die das nicht wollen. Und also, das ist so eine interessante Spannung, ganz professoral grundsätzlich zu werden, wie so ein Ökonomieprofessor. Und auf der anderen Seite im Wahlkampf mit einer Kettensäge rumlaufen. Also der Typ hat schon ein interessantes Spektrum. Einordnung der Rede des argentinischen Präsidenten Milei auf dem Wirtschaftsforum in Davos von Ulf Poschardt, unserem Chefredakteur der Weltgruppe. Ich fand das sehr interessant, dir zuzuhören und mal sehen, ob es auch dann in Davos Reaktionen geben wird. Danke, Ulf. Gerne, danke. Hat euch der Bericht gefallen? Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.